Ich grüße dich und heiße dich herzlich willkommen. Mein Name ist Georg Huber, ich bin Autor für spirituelle Sachbücher und auch Romane und widme mich seit meiner Jugendzeit der Reinigung und Heilung von Körper, Geist und Seele. Das Räuchern unterstützt mich natürlich dabei und so freue ich mich, dir heute den Einstieg in die Welt des Räucherns erleichtern zu können. Auf dieser DVD zeige ich dir praxisnah, was es für verschiedene Möglichkeiten des Räucherns gibt, die verschiedenen Methoden. Ich erkläre dir die Wirkung von Kräutern und Harzen. Wir werden einen Blick in die Küche werfen und auch in den Garten werfen. Ich werde dir auch einen kleinen Einblick in die Welt des Räucherns bei einer Hausreinigung zeigen. Und am Ende der DVD werden wir gemeinsam eine kleine reinigende Meditation machen, damit du den Alltag ein Stück weit hinter dir lassen kannst. Mir persönlich bedeutet Räuchern natürlich sehr viel und ich räuchere jeden Tag. Wieso auch nicht die verschiedenen Pflanzenkräfte für sich nutzen, für Körper, Geist und Seele? Wenn ich traurig bin, dann helfen mir zum Beispiel Sandelholz oder Styrax. Wenn man sich erheitern möchte, kann man Orangenschalen verräuchern. Wenn man ein bisschen müde ist, dann hat man die Möglichkeit, mit Rosmarin seinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Und mir persönlich hilft der schwarze Kopal immer wieder in die Tiefen meiner Seele einzutauchen. Räuchern ist etwas Wunderbares und Nützliches und das wissen die Menschen seit Jahrtausenden. Ob in unserem Kulturkreis die alten Kelten, die sich mit magischen Kräutern wie Johanniskraut vor Dämonen schützten oder die alten Kräuterhexen, die mit ihren Räucherungen körperliche und seelische Wunden heilten, ob bei den Römern, die ihre Götter ehrten mit den verschiedensten Räucherstoffen oder bei den Indianern, die Pflanzen nutzten wegen ihrer bewusstseinsveränderten Wirkung oder bei den christlichen Zeremonien, um den Geist zu öffnen und die Atmosphäre zu reinigen. Du siehst, jede Kultur auf dieser Welt hat ihre ganz eigene Räuchertradition. Wie man unschwer erkennen kann, befinden wir uns heute hier in einer Küche, in der es natürlich ganz viele Kräuter und Gewürze gibt und ich habe hier schon mal ein paar Kräuter und Gewürze gesammelt. Wenn man an Räucherstoffe denkt und ans Räuchern, dann denken ganz viele natürlich an Räucherladen oder an die Natur, wo man Räucherstoffe herbekommt. Aber so weit muss man gar nicht gehen, denn jeder von euch hat zu Hause in der Küche Gewürze und Kräuter, die man nicht nur zum Würzen nutzen kann, sondern auch zum Räuchern. Und was das für Gewürze und Kräuter sind und wie sie wirken, das zeige ich euch heute. Das hier sind Wacholderbeeren. Beim Räuchern haben die Wacholderbeeren eine ganz bestimmte energetische Wirkung und zwar wirken sie sehr, sehr reinigend auf die Raumluft. Sie stärken den Körper und sie vertreiben böse Energien. Hier haben wir den Lorbeer. Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ein Zeichen für Ehre und Ruhm. Bekannt geworden ist der Lorbeer vor allem durch das Orakel von Delphi. Die hat das nämlich angeblich geräuchert, um ihre geistigen Sinne zu schärfen. Und so wirkt Lorbeer auch. Hellsichtigkeit, Kontakt mit der geistigen Welt, Hellfühlen, all das wird unterstützt durch den Lorbeer. Aufpassen muss man aber dennoch, denn Lorbeer ist sehr halluzinogen und zu viel einatmen sollte man den Rauch nicht. Das hier ist Anis und den Geschmack und den Duft von Anis kennt wahrscheinlich jeder. Gerade wenn man sehr fettreich isst, ist es sehr ratsam, wenn man Anis in das Gericht reingibt, denn Anis hat eine verdauungsfördernde Wirkung und wirkt Blähungen entgegen. Energetisch gesehen beim Räuchern ist die Wirkung sehr ähnlich, denn Anis löst Blockaden und bringt Energien wieder in Fluss. Es beruhigt auch und zentriert und ist damit ein sehr gut geeignetes Mittel für Meditation. Man sagt übrigens auch, dass Anis Paare segnet und Ehen segnet. Also einfach mal ausprobieren. Hier haben wir Koriander und den frischen, würzigen Duft kann man beim Kochen schon von ganz weitem riechen. In arabischen Ländern sagt man, dass Koriander das Unheil abwendet. Beim Räuchern ist es so, dass es ja eine sehr klärende und anregende Wirkung hat und hilft bei geistiger, seelischer und körperlicher Müdigkeit. Hier haben wir Zimtstangen. Lecker. Ich liebe Zimt und darin befinden sich auch noch ein bisschen Nelke. Zimtstangen
Dieser süßliche, wärmende Duft ist einfach wunderbar, gehört in jeden Glühwein rein und in jede kalte Jahreszeit. Beim Räuchern ist es so, dass es die, ja, dass es die Sinnlichkeit wieder anfeuert, es erdet und es bringt Ruhe ins Herz. Die Nelke ist ein sehr geistiger Räucherstoff. Wenn man neue Ideen braucht, neue Eingebung, Inspiration, Kreativität, dann macht es Sinn, Nelke zu verräuchern. Nelke hat auch einen guten Einfluss auf das Raumklima, also wirkt auch reinigend. Hier haben wir den Thymian. Lecker. Einmal in frischer Form und einmal in getrockneter Form. Das Öl vom Thymian ist das keimtötendste Öl, was es gibt. Es wirkt hervorragend bei Erkältung und reinigt auch die Raumenergien. Aber der Thymian kann noch etwas. Und zwar bedeutet Thymus, also Thymian aus dem Griechischen, bedeutet Mut. Und so schenkt uns der Thymian auch Mut beim Räuchern und Vertrauen, wenn wir es brauchen. Wenn ihr den Thymian selbst trocknen wollt, dann schneidet ihn unten ab, hängt ihn auf oder legt ihn auf ein Sieb, dass er in Ruhe trocknen kann. Nicht in die direkte Sonne, in einen schattigen, luftigen Platz und nach ca. 1-2 Wochen ist der Thymian trocken. Hier haben wir die Melisse und die duftet ein bisschen zitronig. Deswegen wirkt sie auch immer erheiternd. Aber die Melisse hat natürlich noch andere Wirkungen und zwar beruhigt sie und stärkt das Nervenkostüm und wirkt gegen Stress. Bei mir persönlich, wenn ich sehr irritiert bin und im Moment nicht genau weiß, zu viele Ideen im Kopf habe und nicht weiß, welchen Weg ich gehen soll, dann hilft mir die Melisse persönlich, wieder Klarheit zu bekommen. Hier haben wir die Ingwerwurzel. Die kann man in jedem Supermarkt kaufen. Aber ganz wichtig, Kräuter, Gewürze, gerade wenn ihr sie zum Räuchern auch verwendet, bitte immer in Bioqualität. Der Ingwerwurzel sagt man nach, dass sie das Leben verlängert. Das glaube ich auch. Das ist eine sehr, sehr, sehr gesunde Wurzel für den Körper. Bei Wurzeln ist es so, dass es immer den Körper stärkt. Egal welche Wurzel man verräuchert, es hat immer eine stärkende Wirkung und wärmende Wirkung auf den Körper. Bei dem Ingwer ist es so, dass er auch den Energiefluss im Körper stärkt und Blockaden löst. Den Ingwer einfach in feine Stücke schneiden und dann natürlich trocknen. Am besten ist es, wenn man ihn auf ein Sieb legt, dass er von unten auch ein bisschen Sauerstoff bekommt. Ist natürlich sehr reich an ätherischen Ölen und ein bisschen feucht. Da dauert es ein bisschen, bis er getrocknet ist. Den so zu verräuchern würde kaum Sinn machen. Also erstmal schauen, auslegen in einen schattigen, luftigen Platz und trocknen lassen. Hier haben wir eine schöne, sonnengereifte Orange. Und den Duft von der Orange kennt auch jeder. Orangen enthalten sehr, sehr, sehr viel ätherisches Öl und gelten als natürliches Antidepressivum. Wenn man traurig ist, gerade ein bisschen gestritten hat, lustlos ist, einfach mal Orangenschalen räuchern und dann fühlt man sich wieder gut. Die Orange schälen, aber nicht mit so einem Sparschäler. Kann man auch machen, aber dann hat man später so eine ganz, ganz dünne Schale und weniger zum Räuchern. Besser mit einem Messer die Orange schälen und darauf achten, dass so wenig wie möglich Fruchtfleisch dabei ist. Das natürlich dann in Stücke schneiden und so wie den Ingwer auch trocknen lassen. Getrocknet sieht das dann später so aus und dann ab auf die Kohle oder aufs Sieb. Hier haben wir Vanilleschoten und das persönlich ist mein Lieblingsduft. Vanillinsäure ist auch in Tonkabohnen enthalten oder Tolu-Balsam und diese Säure, das Vanillin, sorgt dafür, dass der Körper zur Ruhe kommt, entspannt wird und es tröstet vor allem und heilt unser Herz. Die Vanilleschote, bei der macht es auch Sinn, dass man sie trocknet. Man schneidet sie also in kleine Stücke und legt sie dann zum Trocknen aus. Feuchte Räucherstoffe, feuchte Pflanzen, die viel Wasser enthalten, die kann man ganz, ganz schlecht verräuchern. Deswegen immer erstmal die Räucherstoffe trocknen. Man kann die verschiedenen Pflanzen natürlich auch im Backofen trocknen. Wenn man das macht, dann bitte auf die unterste Stufe einstellen und den Backofen immer einen Spalt offen lassen. Aber ganz klar,
das, was den Duft gibt und die Wirkung, sind die ätherischen Öle in den Pflanzen. Und je höher die Temperatur ist, desto schneller verflüchtigen sich diese. So, wir sind fertig mit der Küche und ich hoffe, dass ihr einen schönen Überblick und Einblick darüber hattet, was man so in der Küche alles findet und räuchern kann. Bei all diesen Räucherstoffen und Gewürzen und Kräutern gilt natürlich, dass sobald ihr etwas machen wollt, ein Ritual machen wollt, eine Hausreinigung machen wollt, ein Heilungsritual, dann braucht es natürlich ganz viel Rauch und deswegen könnt ihr dann die getrockneten Kräuter und Gewürze auf eine Kohle legen. Wenn es darum geht, dass ihr mal schnell den Duft haben wollt, wie zum Beispiel von der Vanille oder vom Zimt, dann legt die getrockneten Sachen einfach auf ein Räuchersieb. Herzlich willkommen. Wir sind in der freien Natur, dort, wo natürlich die ganzen Kräuter und Rohstoffe wachsen, die wir zum Verräuchern brauchen. Und heute möchte ich dir mal ein paar Kräuter zeigen, die du vielleicht aus der Küche kennst, aber nicht genau weißt, welche Wirkung sie beim Verräuchern haben. Und was ich natürlich auch zeigen möchte, ist die Kräuter. Wie erntet man sie? Wie sammelt man sie? Wie trocknet man sie? Viel Spaß! Das hier ist Majoran und Majoran duftet wunderbar. Beim Räuchern tröstet er uns, wenn wir Trost brauchen, und hilft uns, unsere Batterien aufzuladen, wenn sie leer sind. Majoran kann man natürlich auf der Kohle auch verräuchern bei einem Ritual, aber der Duft kommt am besten zur Geltung, wenn man ihn auf einem Sieb verräuchert. Hier haben wir Estragon. Das kennst du bestimmt auch aus der Küche. Estragon hat beim Räuchern eine ganz spezielle Wirkung. Und zwar verbindet uns Estragon mit den geistigen Welten. Und, was man auch an der Farbe erkennen kann, es schützt und reinigt dabei die Aura. Rosmarin duftet in der freien Natur natürlich viel besser als im Supermarkt. Rosmarin kennt wahrscheinlich jeder. Und die Wirkung auf den Körper ist auch bekannt. Wenn nicht, einfach mal dran riechen und man merkt sofort, der Kreislauf kommt in Schwung und der Puls steigt nach oben. Zum Räuchern kann man diese Pflanze natürlich auch verwenden, denn sie ist eine uralte Schutzpflanze und wirkt sehr reinigend auf Energien und vitalisiert den Geist. Minze. Minztee trinke ich jeden Tag im Sommer, weil er mir hilft, meinen Körper zu kühlen. Aber auch beim Räuchern hat es eine wunderbare Wirkung. Und zwar hilft Minze uns dabei, Konzentration zu finden und löst auch unsere Ängste. Lavendelblüte. Kennt auch jeder Mensch. Und ganz viele haben es auf dem Nachttisch in einer Schale. Der Duft sorgt nämlich dafür, dass wir leichter zur Ruhe kommen und einschlafen. Und die Wirkung beim Räuchern ist genau das gleiche. Es entspannt die Nerven, beruhigt den Geist, harmonisiert den Geist und hilft uns dabei, zur Ruhe zu kommen. Eine weitere Funktion des Lavendels, auch aufgrund der Farbe, ist die reinigende Wirkung. In Reinigungsräucherungen wird Lavendel auch sehr oft verwendet. Salbei ist wahrscheinlich das Kraut, wieso die meisten Leute mit dem Räuchern anfangen. Denn irgendwann kommt jeder mal in einen Räucherladen oder fragt irgendeine Freundin, ich würde gerne mein Haus reinigen, wie mache ich denn das? Ganz oft sagen die Leute Weihrauch, aber ganz viele sagen auch Salbei und das ist genau richtig, weil Salbei kommt von Salvare und es bedeutet so viel wie klären und retten. Und kaum eine Pflanze hat so einen starken Einfluss auf die Raumenergie wie Salbei. Also zur Hausreinigung hervorragend. Jetzt geht's ans Trocknen und dafür brauchen wir eine Schere. Das, was ich jetzt mache, gilt überwiegend für alle Kräuter, die wir auch jetzt in der DVD gesehen haben. Wichtig und schön finde ich persönlich, wenn man den Lavendel jetzt nicht irgendwie an der Blüte abreißt oder so abreißt überhaupt, sondern man macht das Ganze mit der Schere und man schneidet den Stiel mit ab. Natürlich haben die unterschiedlichen Pflanzen ganz unterschiedliche Blütezeiten. Die einen Pflanzen kommen im Mai, die anderen kommen im September. Man hat die Möglichkeit, da
das Sammeln selbst nach dem Mondrhythmus zu gestalten. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das, was man generell sagen kann, ist, dass die Kräuter am besten vormittags oder nachmittags gesammelt werden. Der Grund ist ganz einfach. Morgens kann auch Morgentau auf den Kräutern liegen und nasse Kräuter schimmeln einfach. Und mittags ist die Sonne viel zu stark und die Pflanze zieht die ätherischen Öle wieder ein. Das wollen wir auch nicht. Deswegen eine Regel, die man so ungefähr allgemein treffen kann, vormittags oder nachmittags ist die richtige Erntezeit. Wir nehmen jetzt mal nicht zu viel. Was ich habe, ist hier so ein Packseil, Packband. Und das wickle ich hier einfach drum, die Stiele zusammen, Knots einmal zusammen und dann werden die aufgehängt. Nicht alle Pflanzenteile werden so getrocknet. Eine Rinde zum Beispiel muss nicht aufgehängt werden. Und Blüten, da macht es auch keinen Sinn, die aufzuhängen. Da macht es mehr Sinn, wenn man die auf den Sieb legt. Aber so die anderen Kräuter, da macht es Sinn, die zusammenzuschnüren und aufzuhängen. Der Ort sollte schattig sein und auch luftig sein. Und direkte Sonneneinstrahlung ist an sich zu vermeiden. Das heißt, man bindet das so zusammen und hängt es dann kopfüber, damit schön die Bestandteile, die Energie und die ätherischen Öle in die Blüten hineinfließen, hängt man die so auf. Es dauert ungefähr zwischen 1 und 4 Wochen, bis das Ganze getrocknet ist. Das kommt erstens natürlich auf die Pflanze drauf an und zweitens auf den Raum, wo es trocknet. Wie gesagt, am besten ist ein schattiger Ort, wo keine Sonneneinstrahlung ist und es sollte ein bisschen Luft da sein und es auch nicht zu warm sein. Feucht auch nicht natürlich, weil sonst fängt das Ganze an zu schimmeln. Und nach ungefähr 1 bis 4 Wochen sind die Blüten dann wirklich trocken und man kann sie ganz einfach abnehmen und verräuchern. Eins möchte ich noch sagen, bevor wir uns für heute von der Natur verabschieden. Es gibt sehr viele Räucherliteratur und in dieser Räucherliteratur ist natürlich beschrieben, wie die einzelnen Pflanzenstoffe wirken. Ich bin ein Mensch, ich probiere gerne aus und ich würde mir wünschen, dass das einfach jeder macht. In die Natur zu gehen, sich die Pflanzen anzuschauen, in Kontakt zu gehen mit der Pflanze, im respektvollen Kontakt mit der Pflanze und einfach mal zu spüren, wie diese Pflanze auf mich wirken könnte. Das funktioniert, das ist relativ einfach. Und was man auch immer machen kann, ist, dass man sich die Pflanze anschaut. Die Form der Pflanze, die Farbe der Blüten, der Duft, all dies sagt schon sehr viel über die Wirkung aus, ohne dass man etwas nachlesen müsste. Eine Zeder zum Beispiel, Zedernholz. Eine Zeder ist ein wunderschöner Baum, ein würdevoller Baum, groß, kräftig und mächtig. Und die Zeder beim Verräuchern wirkt ebenso. Es hilft uns wieder Selbstvertrauen zu bekommen, aufrecht zu stehen, Würde zu bekommen. Bei ganz vielen Kräutern ist es natürlich so und Pflanzen, dass die Blüte ganz viel aussagt. Oft haben wir gelbe Blüten, die viel darüber aussagen, dass die Sonnenkraft darin gespeichert worden ist. Und das wirkt oft sehr antidepressiv auf uns, erhält unsere eigene Stimmung. Violette Pflanzen, Blüten haben immer eine reinigende Kraft und rote Blüten wirken auch wirklich oft aufs Herz, aufs Gemüt und stärken den ganzen Körper. Also, ab in die Natur. Herzlich willkommen. Wir sind im Moment in einer spirituellen Fachbuchhandlung und das ist der Ort, wo Räucherinteressierte wie du das ganze Räucherzubehör kaufen kann, was man so zum Räuchern braucht und vor allem auch Räucherstoffe, die nicht in der Natur wachsen und die man auch nicht in der Küche findet. Und jetzt zeige ich dir mal das Sortiment. Wir sind hier bei den Räucherstäbchen angekommen, wie man unschwer erkennen kann. Und Räucherstäbchen gehören natürlich irgendwie auch zum Räuchern dazu. Ich habe hier jetzt mal was rausgesucht.
Fangen wir mal bei denen hier an. Das ist die bekannteste Marke. Das hier sind die indischen Räucherstäbchen und die erkennt man an diesem Bambusstab in der Mitte. Der dient als Trägerholz. Darauf wird im Idealfall eine Paste drauf gerührt und fertig ist das Räucherstäbchen. Bei den indischen Räucherstäbchen ist es natürlich so, durch diesen Bambusstab in der Mitte qualmen die ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel Japaner. Manche Leute mögen das, die mögen es, wenn es viel qualmt. Andere Leute mögen es nicht. Ich mag es eher weniger, deswegen sind die Japaner da eher mein Ding. Die haben eben keinen Bambusstab in der Mitte, sondern sind aus Holzkohle, aus Holzpulver und verschiedene Räucherstoffe, ätherische Öl und Harze ist das hier. Es wird durch ein Loch gepresst. Man kann das so ein bisschen denken wie bei den Nudeln, wenn man Nudeln macht, wenn das mal jemand zu Hause selber gemacht hat. Und dann kommen hier diese Räucherstäbchen raus. Japanische Räucherstäbchen, wie gesagt, sind was sehr, sehr Feines. Die Japaner tendieren sowieso dazu, alles irgendwie ein bisschen zu übernehmen und ein bisschen feiner zu machen. Das ist so meine Ansicht und das ist bei den Räucherstäbchen auch so. Und die Japaner haben eine sehr schöne Kultur draus gemacht. Da werden die Räucherstäbchen, wurden früher öfter von Firmen gemacht für das Königshaus. Man kennt diese Kodo-Zeremonie, da nehmen die Japaner ja, die machen dann eine ganze Zeremonie draus aus dem Räuchern. Und mir persönlich gefällt das natürlich sehr. Hier haben wir die tibetischen Räucherstäbchen und die sind noch nicht so bekannt auf dem europäischen Markt. Die gibt es noch nicht so lange bei uns, im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu den Indern oder zu den Japanern. Ich versuche hier mal eins rauszuziehen, jetzt gelingt es. Ja, typisch tibetisch. Was man hier sehen kann, ist, die haben auch kein Trägerholz, also sind von der Herstellungsart so ein bisschen ähnlich wie die Japaner. Was man bei den Tibetern ganz klar sagen muss, ist, die sind nicht dazu gemacht, dass sie gut riechen. Es gibt tibetische Räucherstäbchen, die riechen hervorragend. Aber der Fokus bei den Tibetern ist auf die Ritualarbeit und auf medizinische Zwecke ausgerichtet. Die tibetischen Räucherstäbchen haben überwiegend eine wirklich sehr, sehr gute Qualität. Die bis zu 31 verschiedenen Holzern und Kräutern und Harze werden dort auch in der Umgebung gesammelt und dann von wenigen Firmen zu, sind auch oft Familienbetriebe, zu Räucherstäbchen verarbeitet. Die Tibeter, um mal die Qualität zu verdeutlichen, gehen auch so weit, dass sie die Räucherstäbchen nehmen und zum Beispiel benutzen für Hautausschläge, Gelenkerkrankungen. Da machen sie da nochmal, pulverisieren sie das, machen sie es klein, machen sie Paste drauf und schmieren es dann zum Beispiel auf die Gelenke oder die Haut. Oder sie atmen den Rauch auch ganz gezielt ein, wenn sie Erkältung haben. Also das zeigt schon, dass die Tibeter überwiegend eine sehr gute Qualität haben. Wo wir auch schon bei einem Thema sind, Qualitätsmerkmal. Das ist natürlich für die ganz viele Leute, die in so einen Räucherladen gehen, immer so eine Frage, wie sind die denn von der Qualität? Und es ist gar nicht so einfach, das als Laie zu unterscheiden. Was man aber so ungefähr pauschal sagen kann, ist, wenn man sich die verschiedenen Räucherstäbchen mal nimmt, die Packung, und einfach mal dran riecht an der geschlossenen Packung. Die sind jetzt offen, aber du weißt, was ich meine. Ihr riecht einfach mal dran, du riechst dran und je mehr so eine Räucherstäbchenpackung von außen riecht, im geschlossenen Zustand, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach sehr viele Parfüme verwendet worden sind. Und das ist das, was viele Leute ganz einfach nicht wollen. Wenn dann diese Verpackungen, die von außen wirklich ganz, ganz intensiv stark duften, dass man schon fast Kopfschmerzen bekommt, wenn die dann auch nur einen Euro oder sowas kosten, dann ist es ganz klar, da ist es mit der Qualität nicht so gut. Hier haben wir Räucherkegel, wie zum Beispiel hier Weihrauch. Räucherkegel sind schon ganz klar eine Spezialität jetzt aus Deutschland, kennt man auch aus dem Erzgebirge und ganz viele Leute kennen das auch zu Weihnachten, da wird es ganz gerne verräuchert, wenn es dunkel und kalt wird, dann benutzen selbst Leute, die jetzt nicht unbedingt normalerweise räuchern, benutzen diese Räucherkegel. Bei den Räucherkegeln ist es so, da wird einfach die Paste, wie bei den Räucherstäbchen auch, das Holzpulver mit den verschiedenen Harzen und Kräutern und mit einem Bindemittel, wird das eben durchmischt, Kaliumnitrat, dass es zündet und dann zu einem Kegel geformt und getrocknet. Und dann zündet man das schön hier oben an, pustet es aus, wie bei den Räucherstäbchen auch. Und dann hat man einen schönen qualmenden Kegel. Ja, hier sind wir bei den Räucherstoffen.
Und man sieht natürlich, man hat hier eine viel größere Auswahl auch an Rohstoffen, die jetzt aus anderen Ländern kommen, die wir natürlich nicht im Garten finden oder nicht in der Küche. Und das hier ist wirklich ein Paradies. Hier haben wir ja zum Beispiel die Angelika-Wurzel. Das ist ein sehr, sehr lichtvolles Kraut, lichtvolle Wurzel wie zum Beispiel Johanniskraut, eine sehr, sehr magische Pflanze. Ist übrigens ein Bestandteil meiner Hausreinigungsmischung, weil es einfach dabei hilft, ja, so dunkle Energien zu vertreiben. Oder hier auch der Beifuß, den kennt man auch aus Deutschland ganz gut. Ist auch eine der magischen Pflanzen. Und Beifuß benutzt man, wenn man Übergänge hat, wenn man eine Phase des Lebens abschließt und in eine neue Phase geht, dann hilft einem Beifuß dabei, diese neue Phase auch anzutreten. Und auch Beifuß ist wirklich eine sehr, sehr hochwertige und gute Schutzpflanze und wird auch benutzt bei Reinigungsmischungen. Hier haben wir Jasminblüten. Ich bin ja ganz klar ein Typ von Sachen, die süß riechen, wie natürlich auch die Jasminblüten. Jasminblüten kennt man natürlich aphrodisierend, wirkt sehr, sehr schön und gut auf die Erotik, hat einen wunderbaren Duft. Ganz klar aber, Jasminblüten gehören nicht auf eine Kohle. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man will, dass man die, wenn man die Jasminblüten räuchern will und man möchte das auch riechen, dann höchstens auf im Räuchergefäß mit einem Sieb. Und auch am besten irgendwie mit anderen Sachen mischen, damit es zur Geltung kommt. Alleine verräuchert, so gut es jetzt auch von außen riecht, macht leider kaum Sinn. Kakaoschalen kennt man auch aus dem Winter. Tee mit Kakaoschalen, die uns ganz klar wärmen. Sie dienen auch ein Stück weit der Sinnlichkeit, der Erotik und aktivieren in uns auch wieder die Lebensfreude. Ja, die Lavendelblüten. Die habe ich auch schon vorgestellt im Garten. Hier haben wir Kampfer. Kampfer ist sehr, sehr, sehr bekannt und ist nach wie vor so, dass viele Leute, die zu Hause eine Hausreinigung machen wollen, Kampfer benutzen. Die haben schon auch recht. Kampfer ist wirklich eine, ja, ist ja nicht wirklich eine Pflanze, ist aus mehreren Pflanzen eben dieser Kampfer gewonnen. Aber es ist ein Rohstoff, der sehr, sehr stark reinigend wirkt. Man muss aber ein bisschen bei Kampfer aufpassen, was Schwangere betrifft, Kinder betrifft und auch ältere Leute betrifft, weil nicht jeder verträgt Kampfer. Aber wenn man da sicher ist, wenn da keiner da ist, kann man ruhig mal Kampfer riechen. Der Geruch ist einfach unglaublich stark und frisch. Kennt man so ein bisschen wie Eukalyptus natürlich, ja, so Eukalyptusbäder und wirkt auch super reinigend. Mariengras, Mädesüßblüten, also du siehst, hier gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man so nicht bekommt. Hier haben wir die Orangenschalen, die haben wir in der Küche auch schon kennengelernt. Rotsandelholz haben wir hier, hat übrigens mit dem Sandelholz so nichts zu tun. Es wird sehr oft ein bisschen verwechselt und oft wird auch Rotsandelholz benutzt und Sandelholz draufgeschrieben, obwohl es eigentlich gar kein Sandelholz ist. Hier haben wir das echte Sandelholz, das kennt man aus Indien. Ich habe das zu Hause natürlich auch und vor allem auch als ätherisches Öl. Ich mag den sinnlichen und warmen balsamischen Duft von Sandelholz sehr, 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 sehr gerne. Und das ist wirklich ein Holz, was sehr stark segnet, was uns in der Liebe auch unterstützt. Hier haben wir Tonkabohnen, das ist auch eines meiner Lieblinge. Tonkabohnen, ja, riechen nach Vanillin, nach Benzol und das ist das, was mir am allerliebsten ist. Und das kann man ruhig mal abends verräuchern, wenn man mal so ein bisschen zur Ruhe kommen will und auch wenn man mal so ein bisschen traurig ist, dann hilft Tonkabohnen auch, dass man ja einfach wieder ausatmen kann, loslassen kann, entspannt ist und glücklich ist. Der Tonkabohne jetzt im rohen Zustand werden übrigens magische Kräfte nachgesagt und ganz viele Menschen haben diese kleinen Bohnen im Geldbeutel, weil sie darin unterstützen soll, dass immer viel Geld im Geldbeutel bleibt. Und jetzt gehen wir mal zu den Harzen. Hier oben, ja, Kopal natürlich, ganz, ganz klar. Kopal ist für die Südamerikaner so ein bisschen wie bei uns der Weihrauch.
Man könnte meinen, dass das jetzt immer von einer bestimmten Pflanze ist. Wir haben Copal Bianco, den schwarzen Copal, Copal Oro, Copal Manila. Copal bedeutet aber eigentlich so einfach nur Harz. Also das ist jetzt nicht immer von einer bestimmten Pflanze. Die Wirkung von den Harzen ist schon unterschiedlich. Der weiße Copal dient so der Öffnung des Geistigen und wirkt sehr, sehr reinigend. Und den schwarzen Copal, der hilft mir, wie gesagt, immer ein Stück weit so in die Seele einzutauchen, wenn ich mich zurückziehen möchte und in mir selbst mal schauen möchte, was für Themen habe ich gerade, was zeigt sich so, dann hilft mir der Copal sehr, sehr gut dabei. Hier haben wir Guayak, auch ein Harz der Indianer, dient der Erotik, wird dort auch verräuchert bei Erkältungskrankheiten und es gibt auch Studien mittlerweile darüber, weil Guayak hilft auch sehr, sehr gut bei Rheuma. Tolu-Balsam, auch wie jetzt Tonkabohne, Vanillinsäure, Benzoesäure, Zimtsäure, ein sehr starker, süßer Duft, liebe ich natürlich. Myrrhe ist nicht so mein Ding, ist es wirklich ein Harz zur Segnung, ganz, ganz, ganz klar, erhöht auch die Energie. Ich mag den Duft nicht so besonders. Und hier haben wir verschiedene Weihrauchsorten. Styrax noch, Menthol, sehr schön. Und dann die verschiedenen Weihrauchsorten. Wenn der Weihrauch noch weich ist, dann wird er quasi mit Pflanzenteilen, mit Pulver und ätherischen Ölen wird er vermischt und dann entstehen solche Sachen wie Jasmin, Weihrauch oder Myrrhe, Weihrauch oder Rosenweihrauch. Wir haben hier aber auch ganz klar die ganz reinen Sorten, wie zum Beispiel hier aus dem Jemen oder hier aus dem Oman. Ja, Weihrauch ist so ein ganz bestimmtes Harz, ein ganz bestimmter Baum. Es ist schwer genau zu erklären, für was der gut ist, weil ich selbst stelle immer wieder fest und ich räuchere Weihrauch fast jeden Tag, dass die Wirkungen so mannigfaltig sind. Ich hatte das konnte ich nicht so zur Ruhe kommen, nicht einschlafen und dann habe ich Weihrauch mal abends angemacht statt mittags und habe festgestellt, ich komme auf einmal ganz, ganz schnell zur Ruhe und bin eingeschlafen. Das findet man natürlich auch nicht in irgendeiner Literatur, aber bei mir hat es so gewirkt. Weihrauch ist ein Harz, was oft zur Reinigung benutzt wird. Das hat auch schon ein Stück weit eine Tradition. Ich selbst muss sagen, nach meiner Erfahrung, dass Weihrauch jetzt nicht der Stoff Nummer 1 ist, um jetzt zum Beispiel eine Hausreinigung zu machen. Dennoch sollte jeder mal Weihrauch zu Hause haben und ausprobieren. Der Duft ist wirklich was, ja, wie soll man es erklären, was wirklich ganz Besonderes und unterscheidet sich natürlich auch von den verschiedenen Ländern ein Stück weit. Der eine riecht ein bisschen Kampfer, mäßig, der andere ist ein bisschen süßlicher, der andere ist zitroniger. Also einfach mal ausprobieren. Was man beim Weihrauch so ungefähr generell sagen kann, ist, dass man darauf achten sollte, dass die Weihrauchtränen oder Tropfen groß sind. Also je größer das Weihrauchharz ist, die verschiedenen Tropfen, desto besser. Und auch ein Stück weit kann man gucken, ja, wie hell und wie rein sind die Weihrauchstückchen. Das ist so ein bisschen so ein Qualitätsmerkmal. Der Weihrauch aus dem Oman ist so persönlich vom Duft her und von der Qualität mein Liebling. Aus dem Jemen ist auch sehr, sehr gut. Somalia. Der indische Weihrauch wird zum Beispiel wegen der H15-Säure im Ayurvedischen und auch mittlerweile auch bei uns im Westen benutzt, weil es sehr, sehr hohen Anteil an entzündungshemmenden Stoffen hat. Vom Duft finde ich die anderen Weihrauchsorten ein bisschen besser. Und hier haben wir so Räuchermischungen, die sind von Firma und Firma unterschiedlich. Dann wird da auch ein Weihrauch ganz oft, gefärbter Weihrauch auch, mit verschiedenen Pflanzen und Rohstoffen gemischt. Und dann hat man so eine schöne Räuchermischung. Das war's schon. Wir sind jetzt fertig hier in der spirituellen Fachbuchhandlung. Ich habe dir ein bisschen die verschiedenen Sachen, die es hier gibt, vorgestellt. Und ja, guck mal in deiner Stadt oder deiner Nähe, ob es irgendwo eine spirituelle Fachbuchhandlung gibt. Und dann geh ruhig mal rein, nimm dir ein bisschen Zeit, lass dich beraten und inspirieren. Und dann geht's los mit dem Räuchern. Viel Spaß dabei. Jetzt möchte ich dir die verschiedenen Methoden des Räucherns zeigen. Es wäre einmal das direkte Anzünden, hier in Form eines Matchstick. Dann natürlich das Räuchern mit Räucherschale und mit Kohle. Dann einmal das Räuchern mit Teelicht und Sieb, solch ein Gefäß. Und etwas, was man Weihrauchbrenner nennt, hier mit Teelicht und Kupferpfanne.
Viel Spaß dabei. Die natürlichste Art des Räucherns und auch die einfachste ist das direkte Anzünden. Ob das nun Kräuter aus dem Garten sind, die man getrocknet zu einer kleinen Kugel zusammenknollen kann, oder ob man bei einem Lagerfeuer die endende Glut nutzt, um wohlriechende Rohstoffe hineinzugeben, oder auch diese Kräuterbündel. Das ist jetzt ein Smudge Stick, der besteht aus weißem Salbei, der kommt aus Nordamerika, der wird dort von den Indianern gemacht und auch aus Mexiko. Und den kann man in einer spirituellen Fachhandlung kaufen. Natürlich gibt es viele, viele Kräuter, die man nutzen kann, um so einen Stick draus zu machen. Ich habe jetzt einmal den Smudge Stick, denn das ist ein sehr bekannter Stick, den ganz viele Leute auch benutzen, um eine energetische Hausreinigung zu machen. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man den anzündet. Wenn man den Smudge Stick angezündet hat, muss man die Flamme natürlich dann auspusten und schauen, dass er gleichmäßig glüht. Ganz viele Menschen benutzen diesen Smudge Stick aus weißem Salbei für eine energetische Reinigung. Und das macht auch wirklich Sinn, weil weißer Salbei ist eine hervorragende Pflanze und hat die stärkste reinigende Wirkung, die es gibt unter der Pflanzenwelt. Wenn man damit eine Räucherung macht, ist es ganz wichtig, eine Schale darunter zu halten, weil immer wieder, wie gerade eben auch, natürlich Pflanzenteile herunterfallen und Asche etwas herunterfällt. Und wir wollen natürlich nicht, dass der Boden dreckig wird oder gar irgendetwas anbrennt. Wenn man fertig ist mit der Reinigung oder mit der Räucherung, dann kann man den Smudge Stick einfach im Sand ausmachen. Abkühlen lassen und dann später mit der Schere etwas zurückstutzen und dann kann man ihn wiederverwenden. Nun zu der Räuchermethode des Räucherns mit der Kohle. Diese Räucherkohle kann man in der spirituellen Fachhandlung kaufen. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal eine kleinere und einmal eine größere Form. Und die kleinere Kohle brennt ungefähr so 30 bis 45 Minuten und die größere Kohle ca. 45 Minuten bis 60 Minuten. Wie man sieht, hat diese Räucherkohle hier hinten einen Bauch, so könnte man das nennen, und hier oben eine Mulde. Und dort kommen dann später auch die Räucherstoffe drauf. Das Räuchern mit der Kohle macht vor allem dann Sinn, wenn man ein Ritual machen möchte, weil diese Kohle hat mehrere hundert Grad Temperatur und egal was man da drauf legt, es wird natürlich sehr, sehr viel Rauch produziert, weil sehr viel Hitze dahinter steckt. Deswegen, wie gesagt, bei Ritualen ist die Kohle hervorragend. Wenn man lieber einfach mal schnell einen guten Duft zaubern möchte und nicht zu viel Rauch haben möchte, macht man das natürlich nicht mit der Kohle, sondern dann mit einem Weihrauchbrenner oder hier mit dem Sieb. Zum Anzünden würde ich dir empfehlen, so eine Kupferzange zu benutzen, so wie ich es jetzt auch mache. Denn wenn man es in die Hand nimmt, hinterlässt die Kohle natürlich Spuren. Außerdem wäre es später unmöglich, wenn die Kohle klimmt und glüht, irgendwie sie mit der Hand zu berühren. Man nimmt also die Kohle, macht sie hier zwischen die Zange, nimmt ein Feuerzeug und zündet sie an. Dieser Vorgang sollte idealerweise draußen erfolgen und nicht drinnen in einem Haus, denn, wie man sieht, funkt diese Kohle hier und überall springen die Funken herum. Das liegt am Kaliumnitrat, was drin ist, was dafür sorgt, dass die Kohle sehr schnell zündet und auch gleichmäßig zündet. Es gibt in Räucherläden auch Kohle aus Naturmaterialien, Naturkohle. Das ist ganz schön, weil dann handelt es sich dabei um gepresste Pflanzenteile. Das hier ist, wie gesagt, Holzpulver, Holzkohlepulver mit Kaliumnitrat versetzt. Aber ganz klar muss man sagen, hier ist der Vorteil, diese Kohle zündet wirklich schnell, gleichmäßig. Das ist bei der Naturkohle nicht ganz immer so einfach. Wenn man die Kohle angezündet hat und es keine Funken mehr fliegen, dann legt man die Kohle in das Räuchergefäß. Ganz wichtig hierbei ist es, ein Räuchergefäß zu nehmen, was ein sehr, sehr dickwändig ist. Denn
Die Temperatur der Kohle würde jedes Gefäß relativ schnell zum Platzen bringen, vor allem dann, wenn kein Sand drin ist. Also beim Räuchern mit Kohle ganz eine Räucherschale nehmen, die sehr dickwendig ist. Wenn man die Kohle dann in die Räucherschale gelegt hat, dann wartet man einen Moment ab, bis die Kohle eine weiße Ascheschicht vorzeigt. Auch die Mulde sollte ein Stück weit zumindest weiß sein. Dies dauert ungefähr 5 Minuten. Dann kann man die Räucherstoffe drauflegen. Grundsätzlich kann man auf der Kohle alles räuchern, was man möchte. Ob jetzt hier Blüten, Kräutern, Wurzeln, Rinden oder Harze. Aber es gibt da auch ein paar Feinheiten, was man beachten muss. Eine Blüte zum Beispiel oder Lavendelrispen, die verglimmen sehr schnell. Eine Rinde, die sehr wenig Wasser enthält, braucht dementsprechend etwas länger zu verklemmen. Man kann auf der Kohle auch Harze räuchern, wie zum Beispiel hier Weihrauch. Ein kleiner Tipp von mir ist, dass man auf die Kohle zum Verräuchern von Harzen ein bisschen Sand drauf gibt. Das wirkt nochmal etwas isolierend, weil für einen Weihrauch oder für ein Harz ist die Temperatur der Kohle doch schon ziemlich hoch. Die Kohle glüht ungefähr 30 bis 40 Minuten, ganz abhängig davon, wie sie mit Sauerstoff versorgt wird. Und wenn sie fertig geglüht ist, stellt sie raus, damit sie abkühlen kann. Jetzt möchte ich dir die dritte Räuchermöglichkeit zeigen, Räuchermethode. Das ist einmal das Räuchern mit Teelicht und dem Räuchersieb. Beim Räuchern mit Kohle ist es ja so, dass aufgrund der Temperatur man wirklich nur räuchern sollte, wenn man ein Ritual macht, denn egal was man da drauf legt, es fängt sofort an zu qualmen. Manchmal braucht man das, manchmal eben nicht. Wenn man zu Hause nur mal einen guten Duft zaubern möchte und die Energie der Pflanzen ein bisschen verbreiten möchte, dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn, mit diesem Gefäß hier zu räuchern, denn es wird sehr, sehr viel weniger Rauch produziert und wirklich nur der Geist und der Duft der Pflanze gelöst. Die verschiedenen Räucherstoffe fangen natürlich bei verschiedenen Temperaturen an zu klimmen. Eine Blüte braucht sehr viel weniger Temperatur als jetzt zum Beispiel eine Rinde. Deswegen als kleiner Tipp, wenn man räuchern möchte und man möchte den Abstand zwischen der Hitzequelle und dem Räuchersieb etwas verringern, dann kann man einfach den Docht ein bisschen kürzen. Und wenn du den Abstand zwischen dem Teelicht, also der Hitzequelle und dem Sieb, etwas verringern möchtest, weil du zum Beispiel eine Rinde verräucherst, dann kannst du irgendetwas nehmen, hier zum Beispiel 2-Euro-Stücke, was man reinschieben kann, und dann legt man das Teelicht drauf und erhöht dadurch das Teelicht ein Stück weit und verringert den Abstand. Auf diesem Gefäß kann man alles verräuchern, was man verräuchern möchte. Also jede Art von Rohstoff drauflegen, ob das eine Rinde ist, eine Blüte oder ein Harz, ist völlig egal. Man kann alles verräuchern. Worauf man allerdings achten sollte, ist, wenn man zum Beispiel Harze verräuchert, dass man beim Kauf darauf achtet, dass das Sieb so feinmaschig wie möglich ist. Weil natürlich wird das Harz und gerade besondere Arten von Harzen werden relativ schnell flüssig und tropfen dann dadurch. Wenn so ein Tropfen Harz in die Flamme gelangt, ja, das ist nicht schön. Deswegen immer darauf achten, dass das Sieb sehr feinmaschig ist. Oder was man auch machen kann, ist, dass man ein Stück Alufolie auf das Sieb gibt und darauf dann die Harze zum Verräuchern legt. So ist gewährleistet, dass nichts tropft und es auch keine Flamme gibt. Man kann natürlich auch Blüten und Rispen, Kräutern drauf verräuchern. Hier haben wir jetzt Lavendel draufgelegt. Wie du siehst, steigt nur ganz, ganz wenig Rauch auf. Und leider kannst du das jetzt nicht riechen, aber man riecht wirklich nur die Essenz vom Lavendel und das ist ein wunderbarer Duft.
Das Räuchern mit Teelicht und Räucherpfanne ist die letzte Räuchermethode, die ich dir vorstellen möchte. Diese Räuchermethode hat ganz klare Vorteile. Sie ist nämlich dafür gedacht, mit Harzen zu räuchern. Es ist noch nicht so lange her, dass diese Gefäße auf den Markt bei uns gekommen sind in Deutschland. Und ich habe mir so ein Gerät früher bauen lassen, weil es ein ganz besonderes Dufterlebnis ist, mit dieser Räucherpfanne zu räuchern. Ich zeige das jetzt mal vor, führe das vor. Das Prinzip ist wie bei einer Duftlampe. Dadurch, dass die Kupferpfanne hier oben geschlossen ist, wenn man dort die Harze hineingibt, dann wird sehr, sehr wenig Qualm produziert. Es steigt quasi kein Rauch auf. Und es ist wie bei einer Duftlampe, dass wirklich nur die Essenz und der reinste Duft von der Pflanze in den Raum abgegeben wird. Dieses Räuchergefäß ist wirklich nur für Harze. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich da jetzt Pflanzen drauflegen würde, Blüten oder Rinden, dann würden die anbrennen. Das wollen wir natürlich verhindern. Also ganz klar, dieses Gerät ist wirklich, wirklich nur für Harze. Aber ich empfehle es dir wirklich mal auszuprobieren, denn das Dufterlebnis ist einmalig. Man kann diese Räucherpfanne hier in der Höhe variieren. Wenn man ein intensiveres Dufterlebnis haben möchte und man will, dass es schneller geht, dann macht man die Pfanne ein bisschen weiter nach unten. Und natürlich kann man hier die Räucherpfanne auch noch nach oben bringen, wenn man es nicht ganz so intensiv möchte. Dieses Räuchergefäß hier mit der Kupferpfanne ist relativ einfach zu reinigen, wobei man sagen muss, dass wenn man einmal darauf geräuchert hat, dass man das auch ein Leben lang dann sieht. Es werden immer ein Stück weit Reste und Verfärbung da sein. Wenn man die Kupferpfanne hier sauber machen möchte und zum Beispiel jetzt der Weihrauch dort angetrocknet ist, dann macht man einfach nochmal das Teelicht an, erwärmt die Kupferpfanne, dann schmilzt der Weihrauch und dann kann man das Ganze mit einem Löffel sanft abkratzen, auskratzen oder mit einer Küchenrolle auch abwischen. Und nun viel Spaß beim Ausprobieren. Der Tisch ist leer und jetzt habe ich dir alle Räuchermethoden gezeigt, die ich dir vorstellen wollte. Ich hoffe, dass du was gelernt hast und dass praktische Tipps dabei waren, du Spaß gehabt hast. Und jetzt nehme ich dich mit zur Hausreinigung und zur Abschlussmeditation. Herzlich willkommen. Wir sind heute hier in einem wunderschönen Haus, in einer wunderschönen Gegend und ich würde dir gerne einmal zeigen, einen kleinen Einblick geben in die Welt des energetischen Reinigens. Es ist klar, dass man nicht in 5 Minuten erklären kann, wie so eine energetische Hausreinigung funktioniert. Dieses Thema ist schon sehr komplex, aber ich würde dir gerne einen kleinen Einblick darin gewähren. Wenn du mehr Informationen darüber haben möchtest, es gibt auf dem Markt natürlich Literatur darüber. Ich habe vor 4 Jahren auch ein Buch darüber geschrieben, das kleine Büchlein hier, Energetische Hausreinigung. Ich mache auch Veranstaltungen zu dem Thema. Aber dennoch hier ein kleiner Einblick, was eine energetische Hausreinigung ist, wie man es macht und für was es überhaupt gut ist. Man muss sich mal darüber im Klaren sein, dass jeder Mensch und jedes Objekt eine Aura hat. So wie wir Informationen im Äther speichern, so speichert ein Haus natürlich auch Informationen. Wenn man in einem Haus wohnt, man streitet darin, man sendet Emotionen aus, man hat Gedanken, man hat Ängste, man hat Krankheiten. Vielleicht war auf dem Grundstück einmal eine Kriegszeit, es ist etwas Dramatisches passiert. All diese Informationen sind im Normalfall in einem Haus gespeichert. Wir sind alle von etwas umgeben, das nenne ich in meinen Seminaren immer göttliche Ursubstanz. Und diese göttliche Ursubstanz nutzen wir, sie fließt durch uns, sie durchdringt uns und durch unsere Chakren auch ist es so, dass wir dieser göttlichen Ursubstanz eine Form geben. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel in Trauer bin, dann fließt, jetzt mal laienhaft ausgesprochen, nutze ich diese göttliche Ursubstanz und gebe meiner Trauer dadurch eine Form. Wenn ich irgendeinen Gedanken oder irgendein Gefühl immer wiederhole, wenn da eine Regelmäßigkeit drin ist und eine sehr starke Intensität,
erzeuge ich mit dieser, durch diese göttliche Ursubstanz und durch meine Schöpferkraft erzeuge ich ein Informationsfeld, was quasi lebendig wird. Ich erschaffe ein Elemental. Und das mache ich zu Hause auch. Wenn ich immer wieder, wenn ich durch eine schwere Krankheit gehe, wenn ich sehr viel Trauer empfinde, wenn es sehr viel Streitereien gibt, dann ist es etwas, was im Haus spürbar bleibt. Und ganz viele Menschen kennen das, wenn die irgendwo hingehen, dass sie sich nicht wohlfühlen oder sie sagen, dass man die Luft quasi schneiden könnte, weil sie so, ja, oder die Luft knistert. All das sind Anzeichen dafür, dass ein sehr starkes Informationsfeld vorherrscht. Wie reinigt man dieses Feld? Im Grunde genommen geht es darum, dass wenn wir uns mal eine Skala vorstellen würden, dann wäre hier oben so die Quelle, die göttliche Ursubstanz. Dann hätten wir Gefühle, Empfindungen wie Liebe und Frieden und Freude. Und diese Skala geht immer mehr ins Dunkle und landet bei Zorn und Hass und Trauer. Also es geht darum, diese niedere Energie zu transformieren. So, wie mache ich das? Das ist natürlich die große Frage. Es geht darum, eine Kraft zu erzeugen, die diese niedere Energie nach oben zieht. Und dafür haben wir bestimmte Hilfsmittel. Ich sage immer gerne, weil Christus meine große Liebe und nehme ihn immer als Beispiel, ich glaube, das ist in Ordnung für ihn, dass wenn Christus in ein Haus gekommen ist, wo diese Informationen da waren, die uns nicht wirklich dienlich sind, dann ist er bestimmt nicht da reingegangen und hat das Haus ausgeräuchert. Nein, er war das Licht und er hat diese Kraft automatisch erzeugt. Sie hat ihn durchdringt und er ist in dieses Haus hineingegangen, er war das Licht und somit war alles Licht. Das ist das, was ich immer wieder vermitteln möchte, weil es gibt ganz viele Leute, die sich Weihrauch kaufen oder Räucherstäbchen oder eine Klangschale als gut gemeinter Rat von einer Freundin und dann versuchen eben eine Hausreinigung durchzuführen, was natürlich jetzt nicht diese große Wirkung hat, die wir gerne hätten. Das wichtigste Element bei einer Hausreinigung ist unser Geist, ganz klar. Denn wenn ich es schaffe, mit meinem Geist diese Energie zu erzeugen, um diese niederen Energien eben nach oben zu ziehen, sie umzuwandeln, das ist das, was wir eigentlich wollen. Das kann nicht jeder. Das bedarf Trainings und Konzentration, dass der Geist wirklich so stark wird, dass er ausreicht, um eine Hausreinigung zu machen. Aber das ist das oberste Ziel, mit unserem Geist diese Kraft zu erzeugen. Wir haben aber Hilfsmittel, zum Beispiel in Form von Pflanzenkräften. Ich benutze eine eigene Mischung natürlich, die ist sehr indianisch angehaucht. Da haben wir den weißen Salbei, die Zedernspitzen, das Sweetgrass, Angelika-Wurzel und den Kopal. Und wenn wir räuchern, lösen wir den Pflanzengeist, die Deva der Pflanze, und durch die Hitze der Kohle und geben sie in den Raum ab. Und die Pflanzenkräfte sind natürlich ganz klar ein Element, die uns dabei helfen, diese reinigende Kraft zu erzeugen. Zum Beispiel dieser weiße Salbei, der wächst im Südwesten von den USA oder auch ein bisschen im Nordwesten von Mexiko und hat eine unglaublich reinigende Kraft. Das Sweetgrass ist auch ein Element der Indianer, was die positiven Kräfte herbeizieht. Und ganz klar und ganz wichtig, wir haben diese Pflanzenkräfte überall. Sie wirken auf unseren Körper, Geist und Seele. Und es ist auch gut und wichtig, dass wir sie benutzen. Man braucht natürlich nicht unbedingt eine Mischung, sondern kann es natürlich naturpur mit dem Smudge-Stick auch machen. Das ist eben weißer Salbei zu einem Bündel zusammengeflochten. Und wie ich anfangs der DVD schon gezeigt habe, man zündet das an, lässt es ein bisschen brennen, die Flamme pustet man aus und dann kann man das, natürlich klimmt das dann vor sich hin, man nimmt den Teller drunter, weil manchmal Pflanzenteile runterfallen und man macht dann eben eine Hausreinigung. Das sind die Elemente der Pflanzenkräfte, die natürlich nicht zu unterschätzen sind, aber auch nicht zu sehr nach oben gelobt werden sollte. Eine Hausreinigung besteht eben, wie gesagt, aus mehreren Elementen. Ich beschreibe auch im Buch ganz klar mehrere Elemente, weil es darum geht, ich will diese Kraft erzeugen. Und dafür benutze ich Hilfsmittel. Was ich auch beschrieben habe, sind zum Beispiel die vier Elemente, dass man diese nutzt. Wie zum Beispiel die Kerze, die das Feuer symbolisiert, das Salz, das die Erde symbolisiert. Sie alle besitzen auch harmonisierende, reinigende Kräfte, die man auch nutzen kann und nutzen sollte. Zum Beispiel, indem man wirklich mit einer Kerze durch den Raum geht, diese Kerze vorher auch vielleicht eventuell weit Engelsiegeln einzeichnet, ins Gebet geht und dann ganz klar fokussiert darum bittet, dass dieses Feuer eben
der Kerze die Energien im Raum verbrennt. Klangschale wird auch immer wieder empfohlen. Ist auch keine schlechte Idee, denn die Klangschale harmonisiert den Raum. Der Ton harmonisiert die Energien im Raum. Zur Reinigung sind sie jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, aber um im Abschluss auch mal ein Stück weit die Energien rauszuholen, wenn irgendwo in Ecken Energien sitzen, wo sie sich ja fest manifestiert haben, da hilft die Klangschale auch so ein Stück weit, dass sie sich loslösen. Zimbeln sind auch ganz modern, die kennt man auch für eine Hausreinigung. Die machen diesen schrecklichen, schrillen Ton, kann ich kaum zuhören. Und die durchdringen auch die Raumenergie und lösen sie ein Stück weit auf und machen sie sichtbar für uns. Also das ist auch ein Element, das man nutzen kann für die energetische Reinigung. Was gibt's noch, wenn man bedenkt, dass es darum geht, eine Energie zu erzeugen? Ich mache selbst seit 10 Jahren Hausreinigungssprays, Transformationssprays, weil es mir irgendwann zu viel wurde. Die Häuser wurden immer größer und größer und ich habe immer mehr zu räuchern gehabt. Und das war für mich ganz klar so ein Stupser, in die Richtung mehr in das Energetische reinzugehen. Und dann habe ich auch Energiesprays erschaffen, die mir eben die Arbeit abnehmen. Und das kann man natürlich auch nutzen. Oder Symbole aus dem Reiki zum Beispiel, die Blumen des Lebens, sind auch alles Elemente, die diese Kraft erzeugen und die man nutzen kann. 2 Sachen, die es gibt bei der Hausreinigung, die noch mehr stärker ins energetische, feinstoffliche reingehen, die ich nutze, sind die Arbeit mit der violetten Flamme. Das ist bestimmt manchen Menschen schon ein Begriff. Erzengel, Satgel und Sajamer. Dass violett eine reinigende Funktion hat, weiß man auch so ein Stück weit aus der Chemie. Und die violette Flamme ist ein sehr, sehr kraftvolles Werkzeug, weil es hilft uns dabei, diese Energien, die vorherrschen, in die göttliche Ursubstanz wieder umzuwandeln. Und das, was man machen kann bei einer Hausreinigung, ich empfehle sowieso immer erstmal in Kontakt zu gehen mit dem Raum, in jedem Raum sich hineinzusetzen und mal zu spüren, welche Energien dort sind, welches Feld dort ist und es zu lesen. Und dann hat man die Möglichkeit, mit dieser violetten Flamme zu arbeiten, indem man zum Beispiel den Erzengel Zadkiel ruft und sich mit ihm verbindet und einfach sich vorstellt, dass wirklich alles in dem Raum in so einer violetten Flamme lodert, die natürlich nicht verbrennt. Man fühlt es aber dennoch, weil die Energie im Raum sehr knistert. Man merkt, dass sich etwas bewegt. Die violette Flamme ist ein ganz tolles Element. Und was auch ganz gut funktioniert, ist die Lichtsäule. Die Lichtsäule ist Erzengel Michael zugeordnet und sie macht immer Sinn, sie zu benutzen, weil es ist schon oft so, dass Verstorbene sind nicht wirklich oft in den Räumen. Also ich mache das seit 12 Jahren auf professionellem Niveau und habe etliche Hausreinigungen gemacht, bin sehr sensibel für Energien und dass wirklich sehr oft irgendwie Verstorbene in den Räumen sind, das ist sehr selten, sondern es sind eher so Energien, die man noch klären müssen, die so ein Stück weit da hängen. Und dafür benutzt man auch die Lichtsäule. Die Lichtsäule ist eine Säule aus fluoreszierendem Licht, die bewegt sich spiralförmig und zieht quasi die Energien, die da sind, an und bringt sie ins Licht. Und darunter gehören eben auch diese verstorbenen Energien, wenn es wirklich mal sein sollte, dass Seelen eben da sind, die das Licht noch nicht aufgesucht haben, und auch alte Energien, die da sind, die wir im Moment nicht brauchen, die uns nicht dienlich sind, die werden durch diese Lichtsäule eben wieder zur Quelle gebracht und ja, nach Hause gebracht. Das sind 2 energetische Elemente, die ich benutze, die ich vorstelle auch. Die violette Flamme und die Lichtsäule. Und jetzt würde ich einmal sagen, gehen wir mal in einen anderen Raum und machen einfach mal eine Hausreinigung ein Stück weit und dann zeige ich dir weitere Sachen, die du noch wissen brauchst vielleicht, wie das Ganze funktioniert. Bis gleich. Also, wenn ihr bei euch zu Hause eine Hausreinigung machen möchtet, wäre der erste Schritt mal in die einzelnen Räume reinzugehen und reinzuspüren, ganz gezielt reinzuspüren und zu schauen, was kommt denn da, was für Informationen sind denn da. Einfach in den Raum hineinsetzen, in jeden Raum einzeln rein, sich auf den Boden setzen, in die Mitte des Platzes, die Augen schließen, eine kurze Meditation machen, eine kurze Anbindung und dann die Antennen mal rausfahren und mal spüren über die Aura, okay, welche Gefühle sind hier, welche Gedanken, welche Informationen, welche Elementale, wo sitzen diese Energien
Und das wirklich mit jedem Raum machen, beziehungsweise einmal irgendwie in der Mitte des Hauses kann man auch einfach mal meditieren, sich ein Stück weit geistig aus dem Körper rauslösen und durch die Räume einzeln gehen, mal visualisieren, ah, ich bin jetzt in der Küche, ich bin jetzt im Wohnzimmer, und auch da einfach mal schauen, ja, welche Reaktion habe ich, was für ein Gespür habe ich, was für Informationen kommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste, und dann fängt natürlich das Räuchern an. Was ich den Leuten gerne rate, ist, dass sie mehrere Schalen benutzen. Wir haben jetzt nur mal eine, aber das macht nichts. Wenn ich sage, reicht das ja auch. Mehrere Schalen, und gerade in den Räumen, wo man sich viel aufhält, Wohnzimmer, Schlafzimmer, ruhig schon mal eine Räucherschale hinstellen, eine Kohle anzünden und das mal räuchern lassen. Dass man wirklich die Räume, die ganz gezielt, wo man genau weiß, okay, da ist am meisten zu reinigen, dass man einfach dort das Gefäß stehen lässt und einfach mal räuchern lässt und dann erstmal die Aufmerksamkeit auf die anderen Räume verteilt. Wir zünden das jetzt mal an. Wie gesagt, am besten draußen anzünden, weil ja, riecht nicht besonders gut und qualmt. Aber wir machen das jetzt nicht, wir machen das jetzt mal hier drin. Wie gesagt, da drin ist Kaliumnitrat, Salpeter auch genannt, so wie bei einer Wunderkerze auch. Und man zieht das Funk da so durch und irgendwann klimmt dann die Kohle gleichmäßig und dann kann man das Räuchermaterial drauflegen. Das dauert jetzt einen Moment, ich lege es jetzt trotzdem schon mal rein. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen verfrüht, aber egal, ein bisschen von meiner Räuchermischung drauf. Ich schaue einfach und gehe mit der Schale durch den Raum. Hier merkt man jetzt auch nochmal, wieso der Hinweis mit der dickwändigen Schale und den Sand, denn ich spüre jetzt hier keine Temperatur in meinen Händen. Wenn es andere Gefäße wären, dünnere Gefäße oder Messing oder sonst irgendwas, es wäre unmöglich für mich, die zu halten. Deswegen nochmal ein dickes Gefäß und viel Sand. Was ich mache, ist, dass ich durch den Raum gehe und auch ein bisschen spüre, wie verhält sich denn der Rauch. Es gibt immer wieder Aussagen, dass wenn Ecken da sind, wo der Rauch verschluckt wird, dass dort irgendwie böse Energien sind, die man transformieren werden müssten. Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ganz klar ist, dass man beobachten sollte, wie verhält sich der Rauch. Wird der Rauch geschluckt tatsächlich? Wird er unruhig? Flackert er so ein Stück weit? Verändert er die Farbe? Das gibt es tatsächlich auch. Und dann schaue ich mal und gehe mal in diesen Bereich rein, setze mich mal hin und fühle mal rein. Das kann sein, dass ein sehr starkes, positives, energetisches Feld da ist. Dann wird der Rauch auch geschluckt. Also es ist nicht immer, dass irgendetwas Böses den Rauch schluckt. Das ist ein bisschen individuell. Da muss man immer wieder ein bisschen schauen, das Rauchverhalten. Aber wenn sich der Rauch deutlich verändert, dann wäre es gut, einfach sich mal hinzusetzen und zu mal spüren mit den Füßen, okay, was ist denn da, wo kommt denn die Energie her und wie fühlt sie sich an? Ist es etwas in mir, was sich ausdehnt? Ist es ein positives Gefühl? Ist es etwas, was mich hochzieht, was sich weit und gut anfühlt? Geht das Herz auf? Oder spüre ich eine Unruhe in mir? Zieht es mich irgendwie runter? Zieht es die Aura zusammen? Das ist auf jeden Fall ganz klar, ohne jetzt die Energien unterscheiden zu können. Das kann man. Ist etwas eher positiv oder ist es eher negativ? Und dann ruhig einmal dort stärker räuchern. Und auch vielleicht mit der Zimbel durchgehen. Wenn man da mal hört, den Klang der Zimbeln und da durch die Ecken geht, durch die Häuser geht, dann merkt man, wie die Energien so, wie soll ich sagen, so aufgewühlt werden. Und das kann man auch machen, wenn man die Energie nicht so deutlich spürt. Oder was ich auch benutze, ist einfach geweihtes Wasser. Das weihe ich vorher. Das versprühe ich teilweise im Raum, wenn die Energien nicht so deutlich spürbar sind und in den Wänden sitzen. Das ist auch eine Möglichkeit, um die Energie nochmal zu lösen. Wir müssen immer wieder die Kohle natürlich, die Asche ausschütten. Ich mache das jetzt hier rein und wieder ein bisschen Neues drauf machen und dann einfach räuchern. Man kann mit einer Feder räuchern, um den Rauch natürlich zu verteilen. Das machen viele, die räuchern mit Muschel und Feder. Das finde ich auch wirklich schön. Ich mache das jetzt nicht. Ich laufe einfach mit der Schale rum und verwedel die so in die Ecken rein, wenn ich das Gefühl habe, okay, da braucht es ein bisschen Rauch. Aber das kann man machen, dass man sich wirklich eine Feder nimmt, die natürlich auch wieder die vier Elemente symbolisiert und damit auch räuchern.
Wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, ganz stark, ist deine Absicht und dein Bewusstsein. Es gibt immer wieder so Aussagen, dass man eine Hausreinigung unbedingt so und so machen müsste. Man müsste unbedingt im Uhrzeigersinn laufen oder es zu einer ganz bestimmten Uhrzeit und Mondzeit machen. Das unterstützt natürlich alles ein bisschen, aber ich würde mich nicht zu sehr auf solche Sachen verlassen und darauf achten. Ganz wichtig, wie gesagt, bei der Hausreinigung ist die bewusste Absicht, dass ich mit meiner vollen Schöpferkraft, mit meinem vollen Geist dabei bin. Und viel, viel wichtiger als Sachen, die ich jetzt beibringe, andere beibringe, ist das eigene Gefühl für Energien. Das ist immer ein Stück individuell. Jede Raumenergie ist anders. Lasst euch einfach drauf ein und geht ganz klar ins Gespür, schaut, was es braucht und vergesst all das andere, was so gesagt wird, was unbedingt gebraucht wird, was gemacht werden muss. Das eigene Gefühl ist entscheidend, die eigene Wahrnehmung ist entscheidend. Danke. Jetzt würde ich euch gerne auf eine kleine meditative Reise mitnehmen, ein kleines meditatives Räucherritual. Und dazu habe ich ein paar Räucherstoffe mitgebracht, die uns helfen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und die Gedanken frei zu machen. Viel Spaß dabei. Hier haben wir unsere Mischung, um zur Ruhe zu kommen, den Sandelholz. Sandelholz ein bisschen mehr, dann Styrax. Und ein bisschen Benzol aus Sumatra, nicht zu viel. Und natürlich den Lavendel, den wir aus dem Garten haben, den habe ich getrocknet. Und dann nehmen wir die Rispen, die Blüten und machen sie ebenfalls da rein. Vermörsern das und mischen es ein bisschen, so dass es ein bisschen feiner wird, nicht pulverig. Man darf ruhig noch alle Bestandteile sehen. Wenn wir die Mischung ein bisschen feiner gemacht haben und gemischt haben, dann nehmen wir die Kohle mit der Zange, nehmen ein Feuerzeug zur Hand und zünden sie an. Wenn die Kohle durchgezündet hat, dann legen wir sie in die Schale mit dem Sand und warten eine Weile, bis sich auf der Oberfläche ein bisschen Asche gebildet hat. Dann nehmen wir die Räucherstoffe, unseren Sandelholz, den Styrax, Benzoes Sumatra, und die Lavendelrispen aus dem Garten und fang an zu räuchern. Entspanne dich nun, lasse los und hülle dich vollkommen ein mit dem Rauch. Atme den Rauch durch deine Nase ein, rieche an den Pflanzen, rieche an dem Rauch. Spüre, wie der Lavendel nun deine Nerven beruhigt, deine Gedanken beruhigt, wie der Sandelholz deine Aura segnet und das Benzoeharz und Styrax deinen Körper und deinen Geist beruhigen, dich zentrieren, erden und entspannen. Erlaube dir auch, den Rauch ganz leicht einzuatmen und wieder auszuatmen. Hülle dich vollkommen ein
und erlaube dir nun loszulassen, deine Gedanken loszulassen, deine Sorgen loszulassen, all das, was es noch zu tun gilt, loszulassen. Du sitzt nun hier, entspannt und lässt alles los. Achte nur auf den Rauch und auf meine Stimme, die dich immer tiefer in die Ruhe führt. Atme die Ruhe ein und die Unruhe aus. Atme den Frieden ein und den Unfrieden aus. Lasse nun alles los und entspanne dich. Lasse einfach alles los und nun spüre in deinen Körper hinein. Spüre deinen Atem, wie er dich trägt, ohne dass du etwas dazu tun musst. Und nun spüre für einen Moment in deinen Kopf hinein, an den obersten Punkt deines Kopfes. Dort befindet sich dein Scheitelchakra, die Verbindung zur Quelle allen Seins. Und nun erlaube dir einfach die Verbindung zu unser aller Vater, der Quelle allen Seins zu spüren. Und wenn du willst, dann visualisiere, sehe oder fühle, wie zwischen der Quelle und dir eine Verbindung existiert. Und über diese Verbindung, über diese Säule oder diese Schnur fließen nun die goldenen, die weißen Energien unserer Quelle in deinen Kopf hinein und über die Wirbelsäule bis in dein Herz. Und nun fühle in den untersten Punkt deines Körpers hinein, deinem Wurzelchakra, und verbinde dich über dein Wurzelchakra mit unserer Mutter, Mutter Erde. Und lasse nun die Energien von Mutter Erde aufsteigen und über dein Wurzelchakra in deinen Körper einfließen. Spüre die Energien der Mutter in dir und spüre die Energien des Vaters in dir. Du bist mit beiden Kräften vereint. Dein Körper, dein Geist und deine Seele ist nun zentriert und entspannt. Und nun komme in deinem Tempo wieder zurück in deinen Alltag. So, wir sind zum Abschluss gekommen bei der DVD. Wir sind leider fertig. Und ich hoffe, dass du einen Einblick hast, einen guten Einblick, was lernen durftest über das Räuchern. Wir waren draußen in der Natur, haben uns die Kräuter angeschaut, in der Küche, wir haben eine Meditation gemacht, eine kleine und eine Hausreinigung. Und ja, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, mit dem Räuchern anzufangen. Und wenn du Fragen zu meiner Person hast oder Informationen über meine Bücher oder Veranstaltungen haben möchtest, dann kannst du auf meine Homepage gehen, das ist www.jeomra.de. Und zur Hausreinigung ganz speziell www.energetische-hausreinigung.info. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.